Ötz ist ein Ort mit Charakter, sei es wie man es nimmt, positiv oder negativ. Es ist eines der wenigen alten Dörfer in Nordtirol, das heute noch einen herzeigbaren Ortskern aufweisen kann. Wenn schon reichlich ramponiert, so doch immer noch bewundernswert. In weiterer Folge fällt der Überschwang des Barock dann kaum mehr ins Gewicht. Und sogar bei der Kirche, die noch einen ganz barocken Eindruck macht, bleiben zwei Drittel der Baumasse gotischer Herkunft. Von der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als Biedermeierzeit bekannt, bleiben bis heute nur mehr schöne, einfache Möbel übrig, teils vom Tischler im Dorf hergestellt oder aus der Stadt importiert.